Hallo Leute und herzlich willkommen bei Midgards Messer. Heute mache ich mal wieder ein Video aus unserer Werkstatt. Ich will euch heute mal den Fenris Folder zeigen. Ich hole ihn gerade mal. So, da ist das große Stück. Ja, der Fenris Folder ist natürlich ein Riesenteil. Das ist das größte Klappmesser, was wir bis jetzt je gebaut haben. Warum haben wir das gemacht? Wir wollen einfach mal ausprobieren, wie groß wir ein Klappmesser machen können. Na? So sieht das aus. Das Ding gibt es in zwei Farben aktuell, in Orange und in Schwarz. Ich hole mal das Orange, damit ihr das mal sehen könnt. So sieht das in Orange aus. Das wäre jetzt dann auch meine Lieblingsfarbe. Ja. Das ist so ein richtig knalliges Orange, wirkt ein bisschen metallisch, sieht man jetzt wahrscheinlich in der Kamera nicht so gut. Ich zeige euch das mal hier so. Ja. Die Messer werden wieder stark limitiert sein. Das bedeutet, wir machen nur eine begrenzte Stückzahl in jeder Farbe, also in Schwarz und in Orange. Und für den Tools for Gents, für den Richie, für den Richard Scholz, haben wir eine Version in Rot gemacht. Die gibt es dann aber auch nur bei Tools for Gents. Bei uns bekommt ihr Schwarz und Orange. Und wer so ein Ding haben will, sollte auch relativ schnell im Shop zuschlagen und kaufen und vorbestellen. Weil wir im ersten Run nur 400 Stück machen und nach den Reaktionen gestern im Instagram und in unserer Facebook-Gruppe haben wir gesehen, dass lustigerweise eine extreme Nachfrage für so ein Klappmesser ist. Ja? Ich würde sagen, also folgt unten dem Link, bestellt euch das Ding und wie gesagt, es dauert leider zwischen 4 und 5 Monaten, bis die gefertigt werden. Die Größe und die Menge, die da gemacht werden soll, ist halt schwierig, das relativ schnell zu handeln. Und da solltet ihr gucken, dass ihr noch eins abbekommt. Ich gehe mal auf die technischen Daten ein, damit wir wissen, womit wir es zu tun haben. Also wir haben hier im geschlossenen Zustand haben wir eine Gesamtlänge von, ich messe das mal nach, ich weiß es nicht aus dem Kopf, 35 cm. Das ist natürlich zu recht groß. Ich drehe mal hier den Bolzen raus, ja, das erkläre ich nachher. Im offenen Zustand ist die gesamte Länge, da passt ja fast nicht ins Bild, ja, ist die gesamte Länge, sind wir bei 64 cm. Das ist natürlich schon ein ganz schöner Latz, ne? Also 64 cm in der Gesamtlänge. Ja, wenn ich jetzt hier näher dran gehe, dann sieht man den nicht mehr. Ne? Die Klingenbreite, also hier an der breitesten Stelle gemessen, hier, ich zeige es mal in die Kamera, hier, ja. Ist, ich messe es sicherheits nochmal nach, ja, das ist, warten wir mal hier, das ist 6,4 cm und die Klingendicke, da sind wir bei 6 mm. Das Ding kommt rasurscharf an, das ist kein Spielzeug. Wir haben zu dem Messer einen kleinen Bolzen gemacht, den haben wir nicht nur gemacht, um das Ding 42A-konform zu machen, weil das Ding ist vor dem Gesetz, ja, ein Zweihand-Klappmesser. Das bedeutet, das Führen wäre erlaubt, das Mitnehmen im Auto wäre erlaubt, um einfach die Fragen gleich zu beantworten. Allerdings solltet ihr dabei den Bolzen drin haben als Sicherung. Dann wäre das vor dem Gesetz ein Zweihand-Klappmesser. Also ich kriege das jetzt hier auch mit einer Hand nicht auf. Das ist unmöglich. Ja? Also ich würde sogar sagen, dass ohne den Bolzen, das klappt nicht. Ne? Ohne den Bolzen wäre es wahrscheinlich auch 42A-konform, aber wenn ihr sicher sein wollt, dass euch da nichts passiert und der Gesetzgeber euch da ärgert, dreht bitte den Bolzen in das Messer ein. Das empfehle ich aber auch zur Bedienung. Ja? Wie ihr seht, das Ding hat zwar einen Dentalball hier drin, der die Klinge nachher im geschlossenen Zustand versucht in dem Griff zu halten, aber die Klinge klappt trotzdem aus. Das Gewicht von der Klinge kann kein Dentalball halten. Wir haben wirklich alles probiert, das wird nicht funktionieren. Aber dafür haben wir ja den Bolzen. Wenn wir den hier eindrehen, ja, dann kann die Klinge nicht mehr rausfallen und die ist safe drin in dem Messer und da passiert nichts. Also immer den Bolzen benutzen, auch wenn ihr das Messer benutzt. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, nur bei euren Kumpels im Stammtisch ein bisschen angeben wollt, braucht ihr den jetzt vielleicht nicht, weil wir haben ja hier trotzdem noch einen Linerlock drin, wie man sehen kann. Ich zeige das mal in die Kamera. Also hier habt ihr hier so einen Linerlock und da wird diese Klinge auch ganz gut gehalten von und das wird ganz gut funktionieren. Aber ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr das Messer benutzt,
macht den Bolzen rein und dann kann euch wirklich auch nichts passieren, dass die Klinge euch die Finger abhackt oder sonst irgendwas. Ne? Das Ding ist natürlich klar, wenn das zufällt, ich kann das mal zeigen, ja, wenn das Ding zufällt, ist das wie eine scheiß Guillotine und dann liegen die Finger einfach im Gras. Ja? Also aufpassen mit dem Ding, es ist scharf, man kann es benutzen und man muss ein bisschen mehr aufpassen wie bei einem normalen Klappmesser, weil die Größe und die Schwerkraft, ja, das kann dann schon zu Verletzungen führen und das wollen wir nicht. Ne? Ihr seht hier diesen hier und diesen hier und da muss man aufpassen. Ansonsten hängt er natürlich sicher im Liner drin, da sollte eigentlich normalerweise nichts passieren. Aber bitte, ich bitte euch, Bolzen reinmachen, wenn ihr ihn zu habt und Bolzen reinmachen, wenn ihr das Messer benutzen wollt. Das Ding ist scharf. Also ihr könntet euch theoretisch damit rasieren, wenn euer Kopf groß genug ist. aber ich würde mal sagen, ja, jeder muss selber wissen, was er damit machen will. Und ich selber persönlich weiß jetzt keine Anwendung. Es ist halt, man kann es schon wie normales Klappmesser benutzen, aber es ist halt, ja, jetzt muss jeder selber für sich entscheiden, was er damit macht. Ne? Also es wird schon auch funktionieren als Messer. Man kann damit schnitzen, was schneiden, keine Ahnung, ein Brot halbieren oder versuchen damit einen kleinen Baum zu fällen, würde wahrscheinlich auch klappen. Keine Ahnung, so ein riesen Klappmesser hat jetzt noch keiner gebaut oder ich kenne niemanden, der eins gebaut hat. Da wären wir gleich beim nächsten Thema. Wenn jemand noch ein Klappmesser kennt, was auch so groß ist, was in Serie gefertigt wird, ne? Wir wollen das nicht vergessen, was in Serie gefertigt wird, dann möge er es uns bitte unten in die Kommentare schreiben mit den Abmessungen von dem Messer. Ich weiß, Opinel hat ein ganz großes gehabt, ist aber um einiges kleiner wie das. Und dann gab es mal einen, der hat das im Guinness-Buch der Rekorde ist der gestanden, der hat dann auch ein großes Klappmesser gemacht, aber das wurde nicht in Serie produziert, das waren alles Einzelstücke. Deswegen lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und sage, das Fenris ist das größte, ist der größte Liner-Look-Folder der Welt, den ich jetzt kenne. Ja? Und wie gesagt, da wäre es cool, wenn ihr uns unten in die Kommentare schreibt, ob ihr noch was Größeres kennt oder nicht. So, dann die Klinge ist wieder aus CPM D2. Ist ein wirklich geiler Stahl und durch diesen hohen Anschliff schneidet das Ding natürlich wie verrückt. Ja? Ich zeige euch das mal. Wir haben hier eine richtig schicke Satinierung drauf. Ja, das sieht wirklich gut aus. Also diesmal sind wir so nicht von dem, haben wir mal kein Stonewash gemacht. Wir wollten auch kein so eine gestrahlte Optik haben. Wir haben jetzt auch richtig schön satiniert. Es fühlt sich wirklich auch gut an, sehr stählern, richtig geil. Hier in der Daumenmulde haben wir wieder feine Jimpings gemacht, damit ihr, wenn ihr das Messer in der Hand habt, das liegt auch gut in der Hand, das ist der Gag bei dem Ding. Ne? Also wenn ihr das in die Hand nimmt, sagt ihr dann so, oh, scheiße, für die Größe ist das wirklich gut. Ne? Da habt ihr den Daumen hier richtig schön drin, ihr könnt sogar feine Schnitte machen, ich sag's mal. Ne? Ihr seid da relativ nah an der Klinge und könnt da auch wirklich noch was bewegen. Und dadurch, dass wir hier so eine Mulde gemacht haben, habt ihr auch hier die Hand richtig gut drin. Das passt bis Handschuhgröße 12, würde ich sagen. Ja. Also da könnt ihr auch mit großen Pranken mit Handschuhen rein, da habt ihr überhaupt keine Probleme. Wenn ihr hacken wollt, könnt ihr das auch hier unten nehmen, kein Problem. Ihr könnt aber auch das mit zwei Händen benutzen oder wenn noch jemand mit anpacken will, da passt sogar noch eine dritte Hand auf den Griff. Ja. Man weiß es ja nicht, ne? Wenn ihr zu zweit seid und naja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das funktioniert ganz gut, wie ihr seht, auch hier. Was auch besonders ist, der Griff ist aus Flugzeugaluminium. Das bedeutet, das ist so ein hochabrasives, das ist so ein hochhaltbares Aluminium, wo eigentlich in der Flugzeugindustrie verwendet wird. Und das hält schon ganz schön was aus. Ja? Also da muss man jetzt keine Angst haben, dass einem das um die Ohren fliegt. Klar, ich würde jetzt mit dem Messer keine deutsche Eiche fällen. Ich weiß es nicht. Es ist und bleibt trotzdem noch ein Klappmesser. Und, aber man kann schon so kleine Sachen mit Hacken oder Batonen, das wird schon gut funktionieren, gerade weil man da eben den Bolzen eindrehen kann. Ich zeig's mal, eine Besonderheit ist natürlich, dass wir hier einen Stahleinleger haben, der, ich muss mal gucken, ob ich das so einfangen kann mit der Kamera, ja, eigentlich eher fast nicht, ja. Ah, doch, so sieht man's. Seht ihr das? Hier, das ist ein Stahleinleger, der eingebettet ist praktisch im Griff. Das bedeutet, der Griff hat hier im Inneren so eine Ausfräsung und da liegt der Stahleinleger drin und stabilisiert praktisch den Alugriff und der hat dann noch so Ausschnitte, damit das Messer für euch nicht zu schwer wird. Ja?
Hätten wir das nicht gemacht, dann wäre locker bei 2 Kilo bei dem Messer gewesen. Das wollten wir nicht. Wir wollten es stabil und groß haben. Und wir haben jetzt ein Gewicht geschafft von 1,2 Kilo. Ja? Da werden jetzt viele sagen, um Gottes Willen, 1,2 Kilo für ein Klappmesser ist viel zu viel. Ja und nein. Also für die Größe ist 1,2 Kilo echt leicht. Ja? Also man kann das auch locker auf 2 Kilo bringen, wenn man da einen Stahlgriff macht oder hier nicht ausschneidet oder sonst irgendwas. Also von dem her ist 1,2 Kilo bei der Größe also echt gut. Ne? Und da bin ich also wirklich sehr zufrieden mit. So, das ist er. Wie gesagt, der Fenris-Folder. Ich zeige ihn nochmal in schwarz. Da habe ich ihn jetzt, glaube ich, noch gar nicht in die Kamera gehalten. Ich mag halt orange, ne? Das ist ja kein Geheimnis mehr. Hier ist er in schwarz. Und auch hier wieder mit diesem Bolzen rausdrehen. Ja, zack, weg damit. Der ist auch echt fett gehalten. Ich zeige das mal hier. Das ist also wirklich ein fetter Bolzen. Ja. Und hier ist das Baby in schwarz. So sieht das aus. Auch hier wieder schön eloxiert und mit diesen versenkten Stahlliner. Und das Ding ist schon echt ein geiles Teil. Wie gesagt, ich werde es auf der Blade Show vorstellen und mal gucken, was die Amis dazu sagen. Die werden wahrscheinlich total ausrasten. Wobei ich sagen muss, dass bei uns in der Facebook-Gruppe und auf Instagram die Reaktionen auf das Ding extrem waren. Da hat es wirklich ganz viele Leute gegeben, die uns schon Geld geschickt haben, bevor wir das Messer im Shop hatten. Ja, also haben uns der Preis von dem Ding wird 399 Euro sein, ohne Tasche. Und da gab es wirklich Leute, die haben uns einfach 399 Euro geschickt. Ja, also bitte macht das nicht. Schickt uns nicht einfach euer Geld, sondern wartet. Das Ding ist jetzt im Shop, zeitgleich mit dem Video. Ihr könnt es jetzt ganz normal im Shop vorbestellen. Oder ihr könnt uns eine E-Mail machen und das bestellen, das geht auch. Aber überweist uns bitte kein Geld mehr. Wir müssen auch eine Rechnung erstellen. Wir müssen dann sehr viele E-Mails schreiben hin und her und müssen den Leuten sagen, ey, ja, ne? Also für uns ist es einfacher, ihr macht das per Mail und wir erstellen dann von Hand eine Rechnung oder ihr bekauft es einfach im Shop und wir haben dann da weniger Probleme. Also bitte schickt uns nicht das Geld vorher, das macht keinen Sinn, ja. Also, hier ist es, das Fenris. Die Lieferzeit wird zwischen 4 und 5 Monate betragen. Wer eins abhaben will, wie schon erwähnt, wir haben nur schwarz und orange gemacht und eine Version in rot für den Tools for Gents, für den Richie. Und die bekommt ihr dann auch nur beim Richie. Die gibt es bei uns nicht in rot. Ja? Und bei uns bekommt ihr natürlich schwarz und orange. Und falls es nochmal eine Auflage von dem Messer geben wird, wird es nicht schwarz und auch nicht orange und auch nicht rot sein, sondern das kann dann in einer anderen Farbe sein, wie Silber oder Blau oder Gelb oder was auch immer. Ne? Aber wie gesagt, die hier, die gibt es jetzt nur 400 Stück und dann ist erstmal Sense. Wir wissen auch nicht, wann wir es nochmal auflegen, ich bin mir nicht sicher. Und wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie die Reaktionen da drauf sind und ja, wir schauen mal. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß am Video. Lasst uns ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. So könnt ihr auch unseren Kanal ein bisschen unterstützen. Und wir werden jetzt in Zukunft auch ein bisschen mehr Videos für euch machen, ein bisschen mehr Content zeigen. Und damit ihr auch immer wieder Spaß an unserem Kanal habt. Also, ich wünsche euch was. Und wie gesagt, Fenris Folder, das größte Klappmesser der Welt. Das größte Liner-Look-Klappmesser der Welt. Ich wünsche euch was. Also, ciao, ciao.